Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen. Daniel, hör auf rumzusingen. Okay, tut mir leid, Leute. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, der Winter hat Einzug gehalten hier in Hogwarts Mystery, beziehungsweise in Hogwarts. Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, wenn man mal davon absieht, dass jetzt das Ganze noch fünfmal so lange dauert, bis eine neue Location geladen wurde. Aber man will sich ja nicht nur beschweren, sondern auch mal was Nettes sagen. Hast du gut gemacht. Hogwarts Mystery. Mit dem einzigen kleinen Malheur, dass nicht alles voll mit Schnee ist, Leute. Wisst ihr was? Guckt mal jetzt zum Beispiel. Wartet. Nehmen wir einfach mal zum Beispiel das Reservat. Da ist es komischerweise noch hellichter Sonnenschein, beziehungsweise Sommer. Gut, sind halt verschiedene Zeitdekaden oder irgendwie, so Leute, sucht euch eine Ausrede aus. Egal, wir haben heute wieder sehr viele wichtige Aufgaben vor uns und davon werden wir natürlich als allererstes den Fupa lernen. Eine Lektion, die wir vorbereitet haben und ja, würde ich sagen, machen wir das mal. Los geht's. Na, ich wollte gerade sagen, haben die hier auch das Ganze schön gestaltet mit Schnee oder so, aber nee, Leute, auch hier haben sie leider keinen Schnee mit eingebracht, aber na gut. So, da ist der Fupa, ein sehr cooles Tierwesen, was wir auch schon aus Fantastic Beasts kennen. Und ja, ich finde ihn auf jeden Fall sehr cute, würde mir den jetzt nicht unbedingt als Haustier halten, aber ja, und Rowan steht natürlich wieder mal ganz abseits von allen anderen, so gehört sich das, Leute. Hallo, 3 Stunden, ahoi. Fupa-Lektüre. Ach komm schon, als ob die das jetzt Englisch machen. Wollen die mich erarschen? Bin ich jetzt so weit im Unterricht gekommen, dass er jetzt alles Englisch ist? Ach komm schon. Das heutige magische Wesen ist ein Fupa. Erring ist kein Plan, Leute. Warum liest er denn? Ach komm schon. Ernsthaft, ist das jetzt eine Folge komplett? Ja, okay, das ist jetzt nur Unterricht, Leute. Da komme ich, denke ich, noch einmal drüber hinweg. Aber wenn jetzt gleich die Aufgaben, also die Hauptstory, auch auf Englisch ist, dann habe ich jetzt echt ein großes, großes Problem. Weil ich dann tatsächlich an meine Grenze gekommen bin, wie ich Folgen produzieren kann. Und das wäre tatsächlich ein bisschen kompliziert dann zu regeln. Naja, hoffen wir mal. Ich lasse das mal so ein paar Sekunden, dass ihr das lesen könnt. Und ja, konzentrieren. So, damit haben wir auch diese Aufgabe hier geschafft. Und ich werde jetzt den Unterricht ganz schnell durchboxen, Leute. Weil... ich meine, wenn sie jetzt eh schon die Sprache komplett geändert haben. Das ist immer so voll blöd, aber zumindest ein kleiner Anhaltspunkt auch für mich, damit ich weiß, ja, wie weit ich jetzt mittlerweile bin. Weil das Spiel ist ja nicht ganz fertig. Es wird ja immer wieder ein bisschen geupdatet, es gibt immer wieder neue Aufgaben und bisher kommt man ja zum Beispiel auch nicht ins 7. Schuljahr. Und ich bin immer so ein bisschen, ja, ich gucke immer im Internet, wie weit ist das Spiel momentan und muss das natürlich irgendwie hinkriegen, dass ich nicht irgendwie an die Grenze komme und dann nicht mehr produzieren kann. Aber ich finde, das hier mit der Sprachänderung ist schon mal das erste Indiz oder der erste Hinweis, wo man bemerken könnte, dass das Spiel hier noch relativ neu ist, weil sie halt die Sprache noch nicht überarbeitet haben. Ja, ich hoffe mal nicht, dass das jetzt überall so ist, sondern dass das jetzt hier nur erstmal beim Unterricht so ist, aber naja, wenn es schon beim Unterricht so ist, dann wird es wahrscheinlich auch bei der Hauptstory so sein. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Übersetzer so vorgehen, Kapitel für Kapitel zu übersetzen und nicht erst alle Lektionen oder erst alle Hauptaufgaben und dann erst die Lektion, was ziemlich dämlich wäre, aber gut, da... ja, was erwarte ich von Hogwarts Mystery ist jetzt hier die Frage. Eigentlich nicht ganz so viel, aber... hey, das war Deutsch! Das war doch Deutsch, oder? Leute, habt ihr das gesehen? Das ist wieder Englisch. Aber da war gerade ganz, ganz kurz ein deutscher Text. Jetzt passe ich aber ein bisschen besser auf, was da jetzt alles aufploppt. Weil wenn da deutsche Sätze bei sind, ja, dann lese ich die natürlich. So, der 3. Stern und ich nehme 6 Ritter natürlich. So, wollen wir mal gucken. Oh, jetzt wird es auf einmal wieder Deutsch, ist klar. Schauen Sie auf die Tafel, ich möchte, dass Sie sich das merken. Konzentrieren. Ich glaube, es liegt daran, weil das Standardtexte waren. Jetzt mal so ganz unter uns, Leute. Ich glaube, das waren Standardtexte, die jeden Unterricht kommen und deswegen auch nicht verändert werden müssen. Aber die ersten Sätze waren Englisch, weil es halt spezielle Fupa-Sätze waren. Ja, das würde ich jetzt zumindest denken. Wir wissen ja, wie das Spiel manchmal sich Dinge zu leicht macht, aber naja. Ja, jetzt zum Beispiel, genau, jetzt steht da wieder Fupa und jetzt ist es wieder Englisch, ist klar. Ja, ich glaube, das wird wirklich der Grund sein, Leute. So, dann wollen wir jetzt nochmal hier die letzten beiden Sterne holen. Die Energiepunkte reichen dafür zum Glück auch.
Und ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich nach dieser Folge, wenn sich mein schlimmster Verdacht bestätigt, erstmal eine Aufnahmepause machen muss. Aber einen Vorteil hat es, ich produziere gerade relativ viel vor, weil ich an meinem Geburtstag ja frei nehmen möchte. Deswegen nehme ich jetzt 2 Wochen im Voraus auf, statt eine. Und ja, genau, deswegen ist es eigentlich möglich, dass wenn ich dann wieder aufnehmen muss, was dann in 1 bis 2 Wochen der Fall ist, ja, dass ich dann vielleicht wieder neue Kapitel hier habe, beziehungsweise, dass das Spiel wieder ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber, naja, gucken wir einfach mal. Sonst machen wir es einfach so, ich mache eine kleine Hogwarts Mystery Pause oder so. Oder irgendwie was in die Richtung, muss ich mir mal überlegen, Leute. Werde ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen und dann werde ich euch das mitteilen. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Ja, so, jetzt der letzte Stern. Strengen wir uns da nochmal an. So. Lalala, lalala. Und das einzige Gute ist, dass wir hier nicht zu viel ausgeben können. Das ist ein kleiner Trost, aber auch nur ein ganz, ganz kleiner, Leute. So, ein bisschen nochmal auf Barnaby rumtippen und dann haben wir diese Aufgabe auch geschafft. Sehr gut. So. Ich nehme Futter. Futter kann man immer gebrauchen, Leute. Vor allem, wenn man so viele Tierwesen hat wie ich. So, ja, füttern. So, vor allem füttern steht da noch auf Deutsch. Ey, das Spiel ist sowas von unkonsequent. Oder inkonsequent? Inkonsequent, ne? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Yay, er frisst es. Kann der eigentlich fliegen? Ja, kann er. Da haben wir einen Fantastic Beast gesehen, aber der sieht ein bisschen schwerfällig aus. Aber wahrscheinlich ist es wie bei meinem Kater, Muni. Der ist auch so, allerdings mehr Flausch als alles andere. Also ich glaube, das ist bei ihm dann auch so. So, 5 Tierwesenfutter kriegen wir und 50 Wappen beim neuen Event. Sehr nice, einsammeln. So, damit haben wir diese Lektion geschafft. Gucken wir gerade nochmal eben hier drauf. Da bin ich jetzt aktuell bei 140, habe aber auch noch 3 Tage Zeit. Ja, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. So, dann wollen wir jetzt mal direkt mit der Hauptstory weitermachen. Denn da wird es jetzt sehr, sehr spannend. Wenn das jetzt Englisch sein wird, Leute, heißt das, ich habe hier die Grenze für mich selber erreicht und muss erstmal warten, bis das Spiel fortgeschrittener ist. Ja, hoffen wir einfach mal. Lass es uns testen, Leute. Bringt ja alles nichts. Los geht's. Ist aber eigentlich auch ganz gut, dass wir das jetzt hier testen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Wahrsagestunde so mega spannend wird. Und wenn es jetzt eine spannende Hauptaufgabe wäre, dann wäre es ja blöd, wenn ich die jetzt auf Englisch durchballern würde. Weil ich meine, wahrscheinlich verstehen einige von euch Englisch, ich aber nicht und wahrscheinlich auch viele andere nicht. Deswegen Leute, ja, hoffen wir einfach mal. Gucken wir mal, in welcher Sprache die jetzt mit uns reden. Wow, Ismaelda redet Deutsch. Ich prophezeie, dass wir heute wieder eine Menge Unsinn hören werden. Ja, das würde ich auch prophezeien. Da ist Kiara. Ich mag sie, Leute. Habe ich euch das schon mal erzählt? Hallo, Talbot. Oder Tongs. Ich kann mein inneres Auge heute kaum offen halten. Ja, das kenne ich allerdings. Oh, das sieht vom Design geil aus, Leute. Ich glaube, das ist ja erhöht. Da geht's runter, glaube ich. Weil das da sieht aus wie ein Torbogen. Ja, was ich wieder für Dinge hier sehe. Hallo, Talbot. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre Englisch, aber da habe ich mich nochmal ganz kurz vertan. Trelawney hat prophezeit, dass ich Katzen mag. Ja, das ist toll. Freut mich. Hallo, Trelawney. Bitte reden Sie Deutsch mit mir. Herzlich willkommen zum Wahrsagen. Heute werden wir... Ein Moment. Ich habe soeben etwas Zerstörendes erblickt. Ich habe nicht in der Nase gebohrt, sondern mich nur von innen gekratzt. Sie meint nicht ihre normalen Augen, Barnaby. Sie hat eine Vision. Oh, na dann vergiss, was ich gesagt habe. Ich sehe einen Ausbrecher. Eine Bedrohung. Freiheit. Mein inneres Auge zeigt mir, dass ein Ausbrecher aus Azkaban in der Nähe gesichtet wurde. Ich habe dasselbe gesehen. Auf der Titelseite des Tagespropheten. Rita Kimcorn hat schon darüber berichtet. Aber natürlich, das wusste ich. Ich habe vorhergesehen, dass der Azkaban-Ausbrecher die Schlagzeile des Tages sein würde. Darum werden sie im heutigen Unterricht neue Erkenntnisse aus dieser Geschichte prophezeien, anstatt den Klitterer zu lesen. Konzentrieren Sie sich auf diese Geschichte und versuchen Sie, neue Kenntnisse zu gewinnen. Alles klar, Trelawney, Sie sind definitiv auf der Höhe der Tatsachen. Ja, dann wollen wir mal, Leute.
Und yippie, es ist eine deutsche Aufgabe. Finde ich ehrlich gesagt gut, weil es könnte doch durchaus spannender werden, als ich dachte. Sie hat jetzt die erste wieder eine weitere Prophezeiung von sich gegeben. Und diese behandelt den Ausbrecher aus Azkaban. Und da haben wir ja letzte Folge schon erfahren, dass da jemand aus Azkaban ausgebrochen ist und hinter mir her ist. Hat ja Moody erzählt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist das? Kennen wir den schon? Und wenn ja, beziehungsweise auch wenn nein, wie gefährlich ist der? Kann er mir gefährlich werden? Oder ist das eher so ein komischer Fregel? Keine Ahnung. Und was ich mich auf jeden Fall frage, ob wir ihn schon kennen. Das ist so die Hauptfrage. Weil bei dem Spiel ist es immer unterschiedlich. Manchmal kennt man die Antagonisten oder die Protagonisten, manchmal kennt man sie nicht. Und ja, ich finde es ja immer sehr, sehr spannend, wenn das Spiel auf alte Charaktere zurückgreift, die es damals schon in Harry Potter oder so gab. Und die hier quasi eine neue Storyline bekommen. Ähnlich wie bei Lupin oder ja im Grunde auch bei Tonks jetzt zum Beispiel. Also all diese Charaktere, die auch im richtigen Harry Potter Kanon dabei sind. Und ja, das finde ich ziemlich nice und ich hoffe, da kommen noch ein paar weitere dazu. So, Fragen nach, zuhören. Ach ja, Moment, hier muss ich auf... Aber ich glaube, ich habe das ganz gut geregelt, oder? Weil das war ja jetzt nicht ganz normaler Unterricht, glaube ich. Oder war es das? Nö, zumindest kriegen wir keine Eventwappen. Okay, einsammeln. Der Azkaban-Ausbrecher muss in der Nähe von Hogwarts sein, weil er hinter mir her ist. Das bedeutet, dass jeder in meiner Nähe zum Ziel werden kann. Vielleicht ist es besser für meine Freunde, wenn ich Hogwarts verlasse, sagte er, während sie direkt hinter ihm stehen. Was ist los, Daniel? Machst du dir auch Sorgen um den Azkaban-Ausbrecher? Mehr oder weniger? Du fühlst dich bestimmt besser, wenn du mit einem von uns darüber sprichst. Tonks, Kiara, Barnaby. Kiara, wenn es dir und Tonks nichts ausmacht, würde ich gerne mit Kiara sprechen. Natürlich, Daniel. Niemand ist besser darin, Leuten zu helfen als Kiara. Mach dir keine Sorgen über uns. Wir sind einfach nur froh darüber, dass du in guten Händen bist. Oh ja, Leute, da bin ich mir auch ganz sicher. So, Kiara, dann komm mal her, du süßes kleines Ding. Die beiden übertreiben, aber ich möchte dir wirklich gerne helfen, wenn ich kann. Stimmt irgendwas nicht, Daniel? Ja, Ismelda, man sieht es nicht. Nein, gar nicht. Das ist gar... Nee, also... Ach, da belauscht uns niemand? Okay, das ist gut. Ich denke darüber nach, Hogwarts zu verlassen. Was? Das kannst du nicht. Ja, jetzt ist es definitiv über... Vor allem, er muss das locker sehen. Was ist da los, Spiel? Möglicherweise habe ich nicht wirklich eine Wahl. Ich verstehe das nicht. Was hat dieser Gefangene aus Azkaban damit zu tun, dass du die Schule verlassen willst? Ist dieser Zauberer etwa eine noch größere Bedrohung, als wir dachten? Naja, ich habe vor, die Schule zu verlassen, um alle anderen zu beschützen. So wie Harry Potter nach mir. Ich kenne natürlich nicht die ganze Geschichte, aber das glaube ich nicht. Als ich dachte, ich hätte Pippa mit einem, in meiner Werwolfsform angegriffen, weil ich Lupi mein Werwolfsbandtränke gegeben habe, warst es schließlich du, der mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich auf andere Leute verlassen zu können. Das war etwas anderes. Wie du meinst, aber frag mich trotzdem. Wäre es nicht sicherer, wenn wir alle zusammenhalten? Ich brauche etwas Zeit, um nachzudenken. Ich werde etwas spazieren gehen. Kannst aber mitkommen. Daniel, frag noch. Daniel, frag doch. Lass sie doch nicht einfach so da stehen, Daniel. Och, Daniel. Oh. Ey, da hat man mal eine Chance, mit Kiara alleine zu reden. Sie will einen helfen und aufbauen. Und dann nutzt man nicht mal die Gelegenheit, um mit ihr zusammen spazieren zu gehen. Mann, Daniel, ey, du bist echt ein hoffnungsloser Fall manchmal. Mit Merula und... Mit Merula treffen. Komm jetzt zum Trainingsgelände, Granger. Ich erlange eine Erklärung. Okay, was für eine Erklärung? Und ist, Ismelda ist auch nicht mehr da. Ja, Leute, da ist jetzt die Frage. Wollen wir da direkt weitermachen oder wollen wir stattdessen eine andere Aufgabe erledigen? Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal mit einer anderen Aufgabe weitermachen. Nämlich müssen wir Penny im Innenhof treffen. Und ja, bin ich mal gespannt, ob sie jetzt über Cedric hinweggekommen ist. Das wäre eine tolle Sache. Los geht's. Roffel? Lol? Hallo? Spiel? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ja, Leute, das ist der neue Innenhof. Ihr erkennt ihn nicht wieder?
Ja, dann liegt das an euch und nicht am Spiel, weil das Spiel ist absolut perfekt und macht nie Fehler und ist absolut bugfrei. Ja, geil. Also Leute, schämt euch für eure schlechten Augen, wenn ihr hier was anderes seht. So, ja, dann wollen wir mal... Das ist einfach so bescheuert wieder. Hogwarts Mystery. Dieses Bild fasst Hogwarts Mystery als solches eigentlich gut zusammen, würde ich sagen. Ja, doch, oder? Was meint ihr, Leute? Sprechen wir jetzt mal die Leute an, falls sie überhaupt reden können, weil ich bezweifle bei dem Spiel langsam alles. Hallo? Vielleicht werde ich nächstes Jahr ins Quidditch-Team aufgenommen. Nicht, wenn das hier real ist, weil dann würdest du nicht mal mehr wirklich auf dem Grund stehen. Du würdest einfach sehr tief runterfallen. Gesichtsbemalungskind. Wer möchte mein patentiertes Quidditch-Quiz als nächstes absolvieren? Niemand. Ich habe das schon absolviert und das ist nicht wirklich schwer. Hallo? Glückwunsch zur Aufnahme ins Team. Dankeschön. So, hi Penny, bist du über Cedric hinweggekommen? Als ob das jetzt immer noch so ist. Das ist so... Oh mein Gott, Leute. Tja, wenn das Spiel einmal denkt so... Ja, machst du mal Schneekulisse rein, geht plötzlich alles in die Hose. Es ist... Ja. Du wurdest ins Quidditch-Team aufgenommen. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Deine Aufmunterung in letzter Minute vor dem Probetraining hat den Ausschlag gegeben. Würde ich sagen, wenn ich nicht voll eifersüchtig auf Cedric wäre. Nein, du hast hart gearbeitet und das ist eine Leistung neben dem Unterricht und deinen Abenteuern als Fluchbrecher. Ich hatte mich schon darauf gefreut, Quidditch mit dir anzuschauen und jetzt sehe ich dich sogar auf dem Spielfeld. Wow, die feiert mich jetzt übel, Leute. Nun, es war deine Idee, Penny. Ich weiß, hast du deinen Teamkollegen schon kennengelernt? Deine? Sorry? Bisher kenne ich natürlich Sky und Orion, die Zwiebel. Und ich hatte gerade mein erstes offizielles Training mit den anderen. Und Murphy gehört praktisch auch zum Team. Unparteiischer Kommentator hin oder her. Man merkt ihm den Stolz auf sein Haus an. Sieh dich an, mit einer ganzen Gruppe toller neuer Freunde. Mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen bezüglich Quidditch und vermutlich auch alles andere. Unterschiedliche Sichtweisen können etwas Gutes sein. Ich brauche mehr Details. Und wer sollte dir Ratschläge über deinen neuen Quidditch-Freundeskreis geben, wenn nicht ich? Ja, das stimmt allerdings, Penny. Los geht's. Achso, die beliebteste Hexe in der Schule? Und du kennst dich hervorragend mit Quidditch aus? Selbstverständlich. Dann erzähl weiter. Ich möchte alles über deine neuen Quidditch-Freunde erfahren. Ich hoffe nicht aus den Gründen, die ich jetzt ermute, weil ich ziemlich eifersüchtig werde. Ach so. Oh, ey Leute. Da ist ja der Innenhof. Was ein Wunder. Der hat sich nur versteckt, Leute. Da war ein Tarnumhang über den Innenhof. Nur, dass ihr euch nicht wundert oder so, ne? Und warum es hier drin schneit, aber da draußen halt nicht? Das sind so Fragen, die sollte man sich einfach... Nee, Leute, die sollte man sich halt einfach nicht stellen. Weil Logik ist in diesem Spiel so ein Wort. Das gibt es zwar, aber ist nicht ganz so wichtig. Also Logik, die schiebst du auch gerne mal unter den Tisch. Ist nicht so schlimm. Oder ich habe auch manchmal, also wenn ich mir die Hogwarts Mystery Macher so vorstelle, wie sie am Computer sitzen und das Spiel entwerfen, stelle ich mir einfach so ein paar Typen vor, die einen Kaffee vor sich stehen haben, morgens natürlich, und dann ein bisschen daran rumwerkeln und sobald der Kaffee leer ist, pennen sie einfach vor der Tastatur ein. So, so stelle ich mir die Macher von Hogwarts Mystery vor, weil es sind immer hier so teilweise bescheuerte Bugs, die einfach so leicht zum Gehen wären, hier alleine den Hintergrund zu ändern. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das eine Herausforderung wäre. Ich meine, dann nimmt man die JPG oder PNG da hinten raus und ersetzt die durch eine Winter-PNG. Also, ganz ehrlich, Leute, das kann nicht so schwer sein. Und ja, deswegen, also, das Spiel hat seine Vorteile, es hat aber auch eine große Menge an Nachteilen. Und ich finde, es ist nicht verkehrt, da drüber auch zu reden oder das auch zu sagen. Und ich glaube auch, dass das Spiel selber darüber Bescheid weiß, dass es nicht perfekt ist. Und ja, so, haben wir hier noch irgendwas Kleineres als 3? Nee, nicht 5, dann nehmen wir die 3. Ist okay, dann nehmen wir die 3. So, und haben diese Aufgabe damit auch geschafft. Sehr gut. Yay, und nochmal 50 Münzen. Dankeschön, Spiel. Deine Quidditch-Freunde scheinen wirklich interessant zu sein. Seit wann bist du eifersüchtig auf mein Sozialleben, Penny? Das finde ich sehr lustig, weil ich war zuletzt eifersüchtig auf dein Sozialleben, Penny. Und vielleicht können wir jetzt gegenseitig auf uns eifersüchtig sein und uns so wiederfinden. Du weißt bestimmt, dass du auch ziemlich beliebt bist. Ach ja? Du hast bestimmt einen besten Freund unter deinen neuen Freunden. Wer wäre es, wenn du dich entscheiden müsstest? Sky, Murphy, Orion. Murphy würde ich sagen, weil ich finde seine Art unglaublich cool, Leute. Real Talk.
Murphy ist mein bester Freund unter meinen neuen Freunden. Er ist gesprächig und hilfreich, was Quidditch-Strategien angeht. Das klingt nach einem Zauberer, der immer für eine Überraschung gut ist. Ja, ich glaube, dass es noch viel Neues über ihn zu erfahren gibt. Aber er macht mir nicht... Leute, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Aber er macht es mir nicht einfach, zu Wort zu kommen. Das überrascht mich nicht. Er ist einer der besten Kommentatoren, die ich je gehört habe. Und ich schaue oft beim Quidditch zu. Danke fürs Zuhören, Penny. Aber kannst du jetzt bitte Cedric in den Wind schlagen? Jederzeit. Danke, Penny. Das ist ja voll nett. Danke. Ey, cool. Ja, cool. Dann, ja, Leute, das war die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, das geht noch weiter. Das war hoffentlich nur der Anfang deiner Quidditch-Geschichten. Ich sollte zu meinem Quidditch-Training gehen, das gleich anfängt. Unser erstes Spiel steht kurz bevor. Yay, Leute, unser erstes Spiel steht kurz bevor. Jetzt nur die Frage, ist das wieder so ein Freundschaftsspiel oder so ein richtiges Spiel? Es ist ein Freundschaftsspiel, okay. Ja, Leute, die werde ich natürlich wieder im Off vorbereiten. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es jetzt mit Penny wieder bergauf geht, weil ihr habt ja gesehen, sie, ja, ist ein bisschen eifersüchtig auf mein Sozialleben, muss man sagen. Und ja, vielleicht kommen wir uns jetzt deswegen auch ein bisschen näher. Wobei ich auch Chiara in dieser Folge näher gekommen bin. Und ich will Hogwarts verlassen. Die Ereignisse überschlagen sich, Leute. Das hätte ich aber am Anfang sagen sollen, damit ihr dranbleibt, ne? Ach, ich bin so ein scheiß YouTuber, Leute. Ich kenne mich halt einfach überhaupt nicht aus. Ja, trotzdem hoffe ich, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne ein Abo auf meinem Logo. Und checkt die Playlist von Hogwarts Mystery ab, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.